Urlaub auf vier Rädern liegt im Trend und bedeutet für viele die große Freiheit. Im Münsterland werden seit 60 Jahren Camper und Wohnmobile produziert. 45.000 bis 100.000 Euro kostet das rollende Wohnzimmer. Und alles beginnt mit dem Design. Zuerst gibt es eine Idee. Mit dieser Idee gehen wir zu einem Designer. Wir arbeiten mit externen Designbüros zusammen. Dieser Designer wird von uns gebrieft mit unseren Anforderungen, die wir an das neue Produkt haben. Der Designer kommt mit Vorschlägen zurück. Wir sehen diese Vorschläge hier bei uns auf dem Tisch. Durchgesetzt hat sich dieser Vorschlag. A, weil es für uns die schönste Bugfront ist und B, weil es gut umsetzbar ist. Die Idee wird am Computer als 3D-Zeichnung umgesetzt. Das heißt, jedes Detail wird schon ganz genau geplant. Nach der Designphase beginnt der Prototypenbau. Hier wird alles geprüft und entschieden, ob das Fahrzeug so in Serie gehen kann. Kleine Fehler werden sofort korrigiert. Hier wird jetzt unsere komplette Maske einmal angepasst. Das ist für uns eigentlich der spannendste Moment. Und da sieht man jetzt nach ungefähr 3 Monaten Entwicklungszeit, ob das Bauteil wirklich aufs Fahrzeug passt. Das kann auch sein, dass es irgendwo noch ein bisschen zu stramm ist, dass wir vielleicht etwas auch noch korrigieren müssen. Dafür ist diese Abteilung, um das festzustellen. Nachdem der sogenannte Urprototyp alle Tests bestanden hat, kann er in Serie gehen. Dazu werden täglich die Chassis aus Italien angeliefert. In der Montagehalle wird das Gestell für den Wohnmobilaufbau vorbereitet. Auf die Rahmenkonstruktion wird Kleber aufgetragen und der vorgefertigte Unterboden aufgesetzt und mit Schrauben fixiert. Dann geht es auch schon zur nächsten Station in die Fertigungsstraße. Also wir fertigen ca. 6 bis 7 Tage an so einem Wohnmobil. In den verschiedensten Abläufen werden die kompletten Aufbauarbeiten geleistet, bis hin zum letzten Finish. Bevor der Aufbau beginnt, werden die Einzelteile angefertigt. Der Startschuss fällt mit einer XPS-Platte, das heißt hochverdichteter Styropor. Der Polystyrol-Hartschaum wird für die Seitenwände, das Dach und den Boden verwendet und mit der Wasserstrahlschneideanlage fachgerecht zugeschnitten. Der Wasserstrahl hat einen Druck von 6000 Bar und erreicht Austrittsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Metern in der Sekunde. Die fertig geschnittenen Teile kommen jetzt zur Seitenwandmontage. LLT, Long Life Technology, heißt hier das Zauberwort. Long Life Technology fasst mehrere innovative Produkteigenschaften zusammen. Einmal der Leichtbau. Wir bauen unsere Fahrzeuge leicht und stabil auf und gewähren unserem Kunden höhere Zuleitungswerte. Das zweite ist, dass wir durch den Long Life Technology Aufbau unsere Dächer und unsere Böden mit GFK schützen. Das ist Schutz vor Hageleinschlag, aber auch gleichzeitig Schutz vor Unterbodenbeschädigungen. Wie bei einem Puzzle werden bei der Seitenmontage die passgenau geschnittenen Isoliermatten spaltfrei in das Gerippe gelegt. Statt Holzleisten werden Polyurethanleisten verwendet, da sie keine Feuchtigkeit aufnehmen und nicht arbeiten. Die PU-Verstrebungen sorgen für Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Danach wird die GFK-Außenwand für die Montage vorbereitet, das heißt, sie wird ausgelegt und mit Kleber versehen. Die fertige Isolierschicht wird einfach aufgelegt und festgedrückt. Jetzt fehlt nur noch die Innenwand. Auch hierfür wird der Spezialkleber aufgetragen und die Innenplatten aufgelegt. In der Presse werden die Wände mit 100 Bar zusammengedrückt. Die nächste Station ist das computergesteuerte Bohr- und Fräsportal. Hier werden Fenster und Öffnungen ausgeschnitten. Beim Dach wird zum Beispiel die Dachluke ausgefräst. Nach der Reinigung ist das Wohnmobildach fertig für die Montagestraße. Mit der leichten Bauweise liegt das Unternehmen genau im Trend. Innen ist Gewichtseinsparung, innen ist holzfreie Aufbauten. Das heißt, die Kunden möchten gerne Fahrzeuge haben, die nicht verrotten können, die leicht sind, dass man möglichst viel mitnehmen kann, möglichst viel Zubehör anbauen kann, möglichst viele Personen mitnehmen kann und immer unterhalb 3,5 Tonnen bleibt. Zeitgleich werden nebenan Leichtbaumaterialien gefräst, das heißt Schranktüren und andere Möbelteile vorgefertigt. Die Kanten bzw. Schnittflächen werden verklebt. Sogenannte Umleimer verdecken die Stirnfläche und schützen das Holz vor Feuchtigkeit. In der Halle nebenan wird schon die Küche vormontiert. Den Bausatz bekommen die Mitarbeiter aus dem Lager. Hier werden Spülen, Schränke und Kabelsätze gelagert. Die Vorarbeit besteht darin, dass sie nach Listen die Waren zusammenstellen, in eine kommissionierte Zone reinbringen und von da wird es nochmal fein kommissioniert und in die Produktion verbracht. Damit ist jetzt alles vorbereitet und das Chassis kann in die Fertigungsstraße. Der Aufbau kann beginnen. Anders als in der Autoproduktion ist hier fast alles Handarbeit. Das Wohnmobil wird wie ein Bausatz zusammengesetzt. Elektriker, Schlosser und Schreiner arbeiten Hand in Hand.
Roboter gibt es nicht. Trotzdem ist Präzision gefragt. Jedes Teil muss sitzen. Wir sind hier in der Reisemobilfertigung. Da haben wir 24 Taktplätze. An diesen Taktplätzen werden alle 70 Minuten ein Fahrzeug produziert, immer in bestimmten Schritten. Jeder Mitarbeiter hat ein bestimmtes Arbeitspaket, das er in dieser Zeit zu erfüllen hat. Der Aufbau funktioniert von innen nach außen. Das heißt, in die Bodenplatte werden zuerst alle Leitungen verlegt. Strom, Gas, Wasser und Heizungsrohre. Als nächstes werden alle Innenteile der Möbel eingebaut und auch die vorgebaute Küche installiert. Erst dann werden die vorgefertigten und selbstproduzierten Außenwände angesetzt. Nach 70 Minuten wird das halbfertige Wohnmobil 10 Meter weiter zur nächsten Station gerollt. Dort warten das Bett und das Dach. Zuerst werden die Seiten mit Manneskraft umgebogen und angeschraubt, bevor das Dach passgenau eingesetzt wird. Hier geht es um jeden Millimeter, da muss jeder Handgriff sitzen. Jetzt fehlt nur noch die Frontmaske, auch Gesicht genannt. Sonderwünsche sind übrigens erlaubt. Das geht so weit, dass wir für Hundefreunde spezielle Lösungen realisiert haben. Wir haben aber auch zum Beispiel für das Hümer-Museum in Bad Waldsee ein Spaßmobil gebaut mit Rutsche und Bällchenbad. Auch solche Wünsche sind in unserem Haus schon realisiert worden. Nach der Fertigungsstraße folgt die Abnahme nach einer Checkliste. Bei der Endkontrolle wird nach dem noch so kleinsten Fehler gesucht. Produziert wird nur auf Bestellung, 4000 Stück im Jahr. Wenn das Wohnmobil das Finish durchlaufen hat, ist es fertig zur europaweiten Auslieferung und der Traumurlaub kann beginnen.